Liebe Community und Astrobegeisterte, 2024 hält für jedes der 12 Sternzeichen einzigartige Chancen bereit. Wird Jupiter, der Glücksplanet, einige Sternzeichen besonders begünstigen? Und wie beeinflussen die anhaltenden Veränderungen der Luftepoche jedes Zeichen? In diesem Video und Podcast präsentiere ich euch die Jahreshoroskope 2024 ausführlich für jedes Sternzeichen und Aszendenten. Lasst uns gemeinsam entdecken, was das Jahr für eure persönlichen Beziehungen, eure Karriere und eure Gesundheit zu bieten hat. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Beitrag widmen wir uns dem Jahreshoroskop 2024 für die 12 Sternzeichen. Wir tauchen ein in die Welt der Liebe, Familie und Freundschaften, beleuchten die Entwicklungen in Karriere und Finanzen und werfen einen Blick auf die Gesundheit und Vitalität. Die Timecodes für jedes Sternzeichen findet ihr in der Videobeschreibung und beim Podcast in den Shownotes, direkt unter dem Link zu unserem Horoskope-Shop. Die spannenden Trends, die ich euch in diesem Video vorstelle, basieren alle auf den detaillierten Analysen in meinem Jahrbuch für 2024. Darin habe ich die astrologischen Tendenzen für jedes Sternzeichen sorgfältig untersucht und interpretiert, um euch einen umfassenden Überblick über das kommende Jahr zu geben. Neu ist diesmal, dass ich für jedes Sternzeichen speziell auf den persönlichen Superneumond und den Beziehungsvollmond eingehe. Ihr erfahrt, wie ihr die Energien dieser Mondereignisse nutzen könnt, um positive Veränderungen in eurem Leben zu bewirken und eure Beziehungen zu stärken. Und ihr findet in dem Buch alle Informationen, wann die Planeten die Zeichen wechseln, wann Merkur rückläufig wird, über die Sonnen- und Mondfinsternisse plus eine Fülle weiterer Highlights. Für alle, die sich für Wirtschafts- und Finanztrends interessieren, ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 ein Muss. Es bietet fundierte Prognosen zu globalen Aktienmärkten, politischen Entwicklungen, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte, in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Bevor wir tiefer in eure Horoskope eintauchen, möchte ich etwas mit euch teilen, was mir besonders am Herzen liegt und worauf viele aus unserer Community schon sehnsüchtig gewartet haben. Meine selbst kreierten Sternzeichenbilder sind vollzählig. Jedes Bild ist ein einzigartiges Kunstwerk, das die Essenz seines Sternzeichens einfängt. Diese Bilder sind ein echtes Herzensprojekt von mir und ich hoffe, sie inspirieren euch genauso, wie sie mich inspiriert haben. Und jetzt kommt das Beste. Im Rahmen unserer Verlosung habt ihr die Chance, eins dieser wunderschönen Bilder als hochwertiges Poster zu gewinnen. Das gewünschte Sternzeichen dürft ihr euch natürlich aussuchen. Stellt euch vor, eins dieser Kunstwerke könnte bald euer Zuhause schmücken. Um teilzunehmen, lasst mir ein Abo da, wenn ihr nicht schon längst eins habt, und aktiviert zusätzlich das Benachrichtigungsglöckchen und hinterlasst einen netten Kommentar unter diesem Beitrag. So seid ihr alle, ob neu oder treue Follower, in der Verlosung dabei. Wer gewonnen hat, gebe ich noch vor Silvester im Januar-Video bekannt. Verpasst also nicht eure Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ein solches Poster ist nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Stück astrologische Inspiration für euer Zuhause. Und falls ihr darüber hinaus noch eins bestellen wollt, findet ihr hier alle Infos auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Lasst euch von den Bildern inspirieren, während wir eure astrologischen Tendenzen erkunden. Und jetzt kann es losgehen mit eurem Ausblick für 2024. Wir starten mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Und ein kleiner Tipp, falls ihr euch in eurem Sonnenzeichen nicht vollständig wiederfindet, werft auch einen Blick auf das Horoskop eures Aszendenten. Auch dort könnt ihr wertvolle Einsichten für euch entdecken. Nun wünsche ich euch spannende Erkenntnisse für ein erfülltes neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Macht euch bereit, im Rampenlicht zu stehen und eure Seelenpartner zu finden. Erlebt, wie eure Meinungen Trends setzen und wichtige Entscheidungen euren Weg bestimmen. Mit Jupiter, der eure Finanzen beflügelt, und Chiron, der eure spirituelle Tiefe fördert, steht euch ein Jahr voller aufregender Möglichkeiten bevor. Für die Liebe und die Beziehungen wird es ein herausragendes Jahr.
Achtet mal drauf. Wahrscheinlich begegnet ihr den richtigen Menschen genau zum richtigen Zeitpunkt, um weiterzukommen oder um euch gegenseitig eine besondere persönliche Lernerfahrung zu schenken. Andere werden stark auf euch reagieren, gerade so, als hättet ihr einen Zettel mit der Aufschrift Seelenpartner auf der Stirn. Nutzt die besondere Energie eures persönlichen Superneumonds am 8. April. Dieser Neumond, verstärkt durch Heiler Chiron und Schicksalsanzeiger Mondknoten, bietet euch die Chance zu erkennen, was im Leben wirklich zählt. Liebesgöttin Venus schenkt euch außerdem rund um euren Geburtstag großartige Flirtchancen. Aber ihr flirtet auch erfolgreich im Juli, September, Mitte Oktober bis Mitte November und im Dezember. Wenn ihr glücklich liiert seid und einen Kinderwunsch habt, ist es ein vielversprechendes Jahr, um daran zu arbeiten. Auch könnt ihr gemeinsam neue Leute kennenlernen, die euch inspirieren. Aber Achtung, im Mai könnt ihr mit Mars in eurem Zeichen etwas zu stürmisch sein. Im zweiten Halbjahr sind die Tendenzen wieder harmonisch, besonders wenn ihr mit eurem Schatz gemeinsame Interessen teilt. Im Dezember und Januar 2025 erwarten euch tiefgreifende Beziehungserlebnisse, die unter die Haut gehen können, aber die Möglichkeit bieten, Beziehungsprobleme zu heilen. Euer Familienleben wird im Juni und Juli besonders angeregt. Das ist eine gute Gelegenheit für einen Familienurlaub. Im September und Oktober kann es jedoch zu Spannungen kommen, insbesondere mit männlichen Familienmitgliedern oder Mitbewohnern. Achtet darauf, jetzt keinen Streit auszulösen und versucht aktiv etwas miteinander zu unternehmen oder gemeinsame Aufgaben anzugehen. In eurer beruflichen Laufbahn könnt ihr große Fortschritte machen, besonders wenn ihr in heilenden oder spirituellen Berufen tätig seid. Durch den Einfluss von Heiler Chiron seid ihr offener und einfühlsamer für die Bedürfnisse anderer. Wenn ihr spürt, dass eure Arbeit nicht mehr euren Seelenweg unterstützt, bietet das Jahr auch Chancen für Veränderungen in eurer beruflichen Richtung. Ihr werdet möglicherweise auch Teamarbeit bevorzugen und euch für die Gemeinschaft engagieren. Ab dem zweiten Halbjahr könnt ihr eure Karriereziele erfolgreich vorantreiben, neue Verbindungen knüpfen und euer Wissen erweitern. Die Zeit ist auch sehr günstig für Fortbildungen oder Geschäftsreisen. Beachtet bitte, dass euer Herrscher Mars am 7. Dezember rückläufig wird, was eure Projekte verlangsamen könnte. Im Idealfall könnt ihr wichtige Vorhaben bis dahin abschließen, ansonsten müsst ihr euch mehr Zeit nehmen. Finanziell gesehen ist das erste halbe Jahr besonders spannend. Euch reizt das Risiko, aber ihr könnt sowohl hoch gewinnen als auch Verluste einfahren. Deshalb wägt sorgfältig ab und legt eure Budgets fest, um finanzielle Risiken zu minimieren. Im zweiten Halbjahr könnte Glücksplanet Jupiter euch Zuwächse bringen. Gesundheitlich könnt ihr euch auf ein überwiegend gutes Jahr einstellen. Bis Ende Mai ermuntert euch der Kosmos, euch viel zu bewegen, am besten im Team mit anderen. In der zweiten Jahreshälfte lacht euch Jupiter zu und ihr könnt reisen, ausspannen und eure Batterien aufladen. Für eure geistige Fitness sind Gehirnjogging und anspruchsvolles Lesen top, mit ein paar Nüssen zwischendurch. Beachten solltet ihr, dass euer Herrscher Mars zeitweise besonders wilde Kräfte entwickelt. Und zwar in der zweiten Aprilhälfte, der ersten Junihälfte, Mitte August, vom 10. bis 20. Oktober und Anfang November. Seid dann vorsichtig und geduldig, damit es nicht zu Verletzungen oder Konflikten kommt. Meditation kann euer inneres Vertrauen stärken und positive gesundheitliche Auswirkungen haben. Wenn ihr dafür zu ungeduldig seid, kann auch der Besuch einer Salzgrotte Wunder wirken. 2024 ist auch ein Jahr der seelischen Heilung. Ihr könnt Altes loslassen, energetisch Raum für Neues schaffen und nach vorn blicken. Der Herbst wäre gut geeignet für therapeutische Anwendungen oder eine heilsame Reise. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch.
mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. 2024 bringt euch eine Wende zum Besseren. Die chaotischen Zeiten weichen und ihr segelt mit Rückenwind in ruhigere Gewässer. Eure spirituelle Seite und eure Kreativität blühen auf, während Jupiter eure Finanzen ankurbelt. Für manche von euch wird es nun Zeit, neue berufliche Pfade zu erkunden und vielleicht eurer wahren Berufung zu folgen. Macht euch bereit für ein Jahr voller spannender Entwicklungen. Euer Beziehungsjahr beginnt mit einem kuscheligen Auftakt, zum Beispiel Winterurlaub mit euren Lieben. Euer Freundeskreis wächst, ihr seid beliebt und erhaltet viele Einladungen. Nehmt sie an, sie bringen Glück. Eure festen Beziehungen blühen auf und wenn ihr die letzten Jahre gemeinsam gemeistert habt, gibt es Grund zum Feiern. Die Trennungsphasen sind vorbei und tolle neue Pläne liegen in der Luft. Ihr seid diejenigen, die Ideen und Leidenschaft in eure Partnerschaft einbringen. Einige von euch müssen jedoch aufpassen, weil der Einfluss von Pluto Konflikte und Geheimnisse in die Beziehung bringen kann. Singles sollten bei neuen Flirts vorsichtig sein, denn faszinierende Menschen könnten sich später als problematisch erweisen. Abgesehen davon sieht es in der Liebe meistens positiv aus. Als Single braucht ihr gar nicht viel zu tun. Lasst euer Charisma strahlen und die Menschen werden angezogen. Im April kann die Liebe mal eine Pause machen, aber der Mai ist ein besonders glücklicher Monat für neue Begegnungen. Die Stiersaison verspricht großartige Partys und romantische Erlebnisse. Bis Juni bringen die wilden Energien von Lilith Leidenschaft und Abenteuer ins Spiel. Beziehungen, die unter ihrem Einfluss beginnen, können sehr intensiv werden. Die zweite Jahreshälfte stärkt euer Selbstwertgefühl und bringt romantische Höhepunkte. Euer Familienleben bleibt stabil, doch im November und Dezember könnte es Spannungen geben. Sprecht dann über eure Pläne, um gemeinsam voranzukommen. Euer persönlicher Beziehungsvollmond am 15. November bringt eine spontane, romantische Stimmung und lenkt von Problemen ab. Ideal für Erotik in Beziehungen und Flirts für Singles. Beruflich sind vor allem die Monate bis Mai sehr erfolgversprechend, solange Glücksplanet Jupiter noch bei euch im Zeichen steht. In der Zeit solltet ihr neue Chancen nutzen und bestehende Projekte vorantreiben. Lukrative Möglichkeiten kommen auch durch Kontakte und Netzwerke. Proaktiv neue Aufgaben in eurem Job annehmen, das zahlt sich aus. Die Zeit ist auch günstig für Fortbildungen und Geschäftsreisen. Wenn die Stiersaison beginnt, steht ihr im Scheinwerferlicht der Sterne, begleitet von Glück und Überraschungen. Einige von euch müssen jedoch auf Machtspiele im April achten und aufmerksam bleiben. Euer persönlicher Superneumond am 8. Mai ist großartig für das Starten neuer Projekte oder das Manifestieren von Wünschen und ihr habt den ganzen Mai über sehr gute Tendenzen. Der Juni ist günstig für finanzielle Entscheidungen und Anschaffungen. Im Herbst könnt ihr aufsteigen und Gewinne erzielen. Im November und Dezember solltet ihr lieber ruhig und strategisch vorgehen und euch nicht provozieren lassen. Finanziell sieht es trotz der allgemeinen Lage recht gut aus, besonders in der ersten Jahreshälfte. Beförderung und sogar eine Gehaltserhöhung sind drin. In der zweiten Jahreshälfte solltet ihr euer Geld werterhaltend anlegen bzw. für sinnvolle Dinge investieren. Passt im Juni und August auf, da sind Fehleinschätzungen möglich. Insgesamt verspricht das Jahr finanziellen Erfolg. Gesundheitlich macht euch Jupiter stark bis Ende Mai. Achtet dabei auf euer Gewicht. Eine gesunde Ernährung ist wichtiger als strenge Diäten. Gute Zeiten für sportliche Ambitionen sind im Januar, April, Juni und Juli. Saturn unterstützt eure langfristigen Fitnessziele. Achtsam sein solltet ihr vom 20. Februar bis Mitte März und vom 10. bis 20. Juli. Da neigt ihr ein bisschen zum Leichtsinn und überschätzt euch. In Kombination mit Hektik und Stress kann das die Verletzungsgefahr erhöhen. Wenn ihr unter Plutos Einfluss steht, achtet auf schleichende Veränderungen und sucht bei Bedarf eure Ärztin oder euren Heilpraktiker auf. In der zweiten Jahreshälfte reagiert euer Körper besonders gut auf Fitness und bewusste Körperarbeit.
aber auch die Verbindung mit eurer inneren Führung nehmt ihr stärker wahr. Ihr könnt euer Leben in Einklang mit Körper und Seele bringen. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch, mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Bereitet euch auf euer sensationelles Zwölfjahreshoch vor, wenn Jupiter ab Ende Mai euer Sternzeichen betritt. Ein Jahr voller Wachstum, Erfolg und Lebensfreude wartet auf euch. Aber Vorsicht, der strenge Saturn und der rätselhafte Neptun sorgen für unerwartete Wendungen. Seid ihr bereit für dieses aufregende kosmische Abenteuer? In eurem Beziehungsleben verspricht das Jahr Spaß und Abwechslung. Und das wird ab dem 26. Mai noch intensiver. Dann steigert Wohltäter Jupiter in den Zwillingen eure Beliebtheit und lässt euer soziales Leben aufblühen. Aber erinnert euch, Verantwortung zu übernehmen und zuverlässig zu sein, bleibt wichtig. Saturn mahnt, Versprechen und Zusagen einzuhalten, auch wenn es manchmal herausfordernd ist, zwischen Privatleben und Arbeit auszugleichen. Der Einfluss von Lilith im ersten halben Jahr könnte euch außerdem zu heißen Affären verleiten. Denkt an die 90-Tage-Regel, bevor ihr große Entscheidungen trefft. Für einige von euch kann der rätselhafte Neptun Liebessituationen vernebeln. Achtet darauf, nicht mit den Gefühlen anderer zu spielen. Aber Saturn holt euch, wenn nötig, auf den Boden der Tatsachen zurück. In euren festen Beziehungen kann er euch prüfen. Verbringt ihr auch genug Qualitätszeit mit eurem Schatz und euren Lieben? Das wird nicht immer einfach, besonders wenn berufliche Verpflichtungen viel Zeit in Anspruch nehmen. Geht konstruktiv miteinander um und achtet besonders auf kritische Zeiten im April und August. Es gibt jedoch viele positive Aspekte, die euch helfen, eure Liebe zu kultivieren. Nutzt die zweite Februarhälfte für eine Liebesreise oder genießt sinnliche Momente im September und romantische Gesten des Partners im Herbst. Als Single könnt ihr eure Unabhängigkeit genießen oder die Sterne nutzen, um jemanden zu finden. Gute Flirtgelegenheiten habt ihr im ersten Quartal. Und Jupiter steigert ab dem 26. Mai euren Optimismus und Abenteuerlust, was euer Liebesleben positiv beeinflusst und die Chance nochmal erhöht, eine tolle Beziehung anzufangen. Beruflich gibt es gleich im Januar viel zu tun. Nutzt die Monate Februar und März, um neue Projekte anzuschieben und Initiative zu zeigen. Der April könnte anspruchsvoll sein. Eventuell müsst ihr euch mit Konkurrenten oder Vorgesetzten auseinandersetzen. Bleibt geduldig und kommuniziert klar. Der Mai ist ein Monat des Kampfgeistes im Team. Und dann freut euch auf den 26., denn dann betritt Wohltäter Jupiter euer Zeichen und bringt ein ganzes Jahr berufliches und persönliches Wachstum. Euer Superneumond am 6. Juni ist ein idealer Zeitpunkt, um Ziele zu setzen und Projekte zu starten. Bedenkt dabei Saturns Forderung nach Verantwortung und Zeitmanagement. Im Juni solltet ihr auf klare Kommunikation achten, um Konflikte zu vermeiden. Der August könnte überraschende Herausforderungen bringen, seid also aufmerksam und geduldig. September und Oktober bieten Chancen für kreatives und inspiriertes Arbeiten. Finanziell dürfte euch Jupiter ab Ende Mai Verbesserungen bringen. Nutzt den Juni für kluge Investitionen, aber seid in der zweiten Monatshälfte vorsichtig vor einer Fehleinschätzung. Der September könnte Glück beim Geld bringen und der Oktober ist ideal, um eure Finanzen zu konsolidieren.
Gesundheitlich könnt ihr im neuen Jahr viel über euch selbst lernen und euer Wohlbefinden auf ein neues Level heben. Falls sich die ersten Monate noch etwas stressig gestalten, bleibt optimistisch. Ab Juni geht's aufwärts. Bis dahin könntet ihr einige unruhige Nächte erleben, aber nutzt diese Zeit, um eure Verbindung zur geistigen Welt zu stärken und vielleicht sogar das Klarträumen zu erlernen. Denkt dran, eine Stunde vor dem Schlafengehen die Bildschirme auszuschalten. Ab dem 26. Mai bringt Jupiter für 12 Monate positive Energie. Nun könnt ihr Fortschritte erzielen und euer Wohlbefinden verbessern. Saturn erinnert euch allerdings im August und Dezember daran, eure Grenzen zu respektieren und auf euren Körper zu achten, besonders auf Rücken, Knie, Knochen und Gelenke. Und vergesst nicht, viel Wasser und Kräutertees zu trinken. Der aufsteigende Mondknoten und Chiron bringen euch mehr Verbundenheit in Freundschaften und Gruppen, was euer seelisches Wohlbefinden stärkt. Es ist auch eine gute Zeit, um alte Wunden in Freundschaften zu heilen und zu verzeihen. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch, mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr romantischen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. 2024 steht im Zeichen des Fortschritts, sowohl in der Karriere als auch in der Liebe, vielleicht sogar mit Hochzeitsglocken. Mit Saturns Stabilität und Jupiters spiritueller Führung an eurer Seite ist es Zeit, neue Horizonte zu entdecken und im Einklang mit eurem wahren Selbst zu leben. Lasst uns eintauchen in ein Jahr voller magischer Momente und wichtiger Lebenslektionen. Die Liebessterne versprechen ein fantastisches Beziehungsjahr. Eure Liebsten sind euch besonders zugetan und helfen gerne, wenn ihr sie braucht. Doch das ist noch nicht alles. Ihr könnt auch neue Allianzen schmieden, die eure Karriere fördern oder spannende Projekte mit Menschen starten, die ihr persönlich mögt. Romantikplanet Neptun schenkt euch zauberhafte Zeiten in der Liebe, besonders wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid. Aber auch die anderen Krebsgeborenen können von dieser Energie profitieren, zum Beispiel durch eine Reise an ein romantisches Gewässer oder indem ihr gemeinsam an einem spirituellen Retreat teilnehmt, um eure Liebe zu vertiefen. Auch der Traum von einer Hochzeit könnte wahr werden. Euer Beziehungsvollmond am 27. Dezember 2023 gibt euch einen großartigen Start. Nutzt diese Konstellation, um über eure Beziehungswünsche für das neue Jahr zu meditieren. Der Januar bringt gesellige Energie und ist günstig, um Projekte mit Freunden zu starten oder zu flirten. Im Februar wird es für Liierte besonders prickelnd, während im März romantische Schwingungen und stabile Partnerschaften begünstigt sind. Der Sommer verspricht eine herrliche Zeit, in der eure Beziehungen florieren. Euer persönlicher Superneumond am 6. Juli schenkt euch Kraft für langfristige Liebeswünsche. Und im Dezember verspricht der Kosmos schöne Aspekte für einen innigen Zusammenhalt. Euer Familienleben scheint im ersten Quartal heiter und stabil zu sein. Ab Juli bringt die wilde Lilith einige Herausforderungen in euer Privatleben. Dann geht es darum, einen authentischen und ehrlichen Umgang mit familiären Bedürfnissen zu finden. Doch ihr könnt es schaffen, im Laufe des Jahres enger zusammenzurücken. Zu Weihnachten schenkt euch der Kosmos wunderschöne Zeiten und Harmonie mit der Familie. Beruflich bietet das ganze Jahr Chancen, wichtige Ziele zu erreichen. In eurer Firma könnt ihr euch weiterentwickeln oder sogar eure eigene Chefin oder Chef werden. Vielleicht könnt ihr eurer wahren Berufung näher kommen, etwas, woran ihr schon länger im Stillen oder im Freundeskreis arbeitet und nun fühlt ihr euch stark genug, euch damit beruflich ernsthaft aufzustellen.
Allianzen mit einflussreichen Menschen können euch dabei helfen, besonders im April, Juni, Juli und September. Oktober und November ist die Stimmung am Arbeitsplatz heiter und entspannt. Heiler Chiron inspiriert euch dazu, euch gesellschaftlich zu engagieren oder in helfenden Berufen tätig zu werden. Es kann jedoch zu Konflikten mit Autoritätspersonen kommen, besonders für die Geburtstagskinder vom 5. bis 15. Juli. Akzeptiert solche Herausforderungen als Teil eures Weges zur Weisheit. Saturn unterstützt eure berufliche Weiterentwicklung, Uranus bringt Innovation und Venus verspricht Wertschöpfung. Finanziell sieht es vor allem von Januar bis Mai vielversprechend aus. Dann könnt ihr Unterstützung beantragen, erfolgreich Verhandlungen führen und Geldanlagen tätigen. Das zweite Halbjahr zeigt eine etwas geringere finanzielle Strömung, aber Venus verspricht im Juni und August Zugewinn. Eure Gesundheitssterne prophezeien Hoffnung und Stärkung. Ihr beginnt euer Jahr beschwingt und voller guter Ideen, was ihr tolles Neues für eure Fitness tun könntet. Auch falls ihr nach einer Krankheit wieder Kraft aufbauen müsst, sind das großartige Aspekte der Stärkung und Zuversicht. Zumal der Rückhalt bei Freunden und Familie super ist. Ab Juni geht es dann tiefer in spirituelle Themen. Es ist eine gute Zeit, um loszulassen, zu verzeihen und euch auf neue Wachstumszyklen vorzubereiten. Meditation und Ruhephasen sind besonders wertvoll, um frische Energie zu schöpfen. Der Herbst bringt das Ende tiefgreifender Veränderungen. Jetzt ist die Zeit, Stressmuster zu erkennen und bewusst zu durchbrechen, um euch dauerhaft zu stabilisieren. Saturn steht günstig und schenkt euch gute Widerstandskraft. Ein spiritueller Blick auf die Dinge fördert eure Heilungsprozesse. Bleibt offen für neue Wege und Erkenntnisse. Sie werden euch inspirieren und leiten. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch, mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fantastischen Löwinnen und Löwen und Löwe-Aszendenten! 2024 wird euer Jahr der großen Transformation in der Liebe. Erwartet spannende Begegnungen, die euer Herz höher schlagen lassen und euch in ungeahnte Abenteuer stürzen. In der Karriere folgt ihr dem Ruf eures Herzens zu neuen Erfolgen. Ein Jahr voller Liebe, Leidenschaft und Lernen wartet auf euch. In der Liebe startet das Jahr lebhaft. Ein magischer Beziehungsvollmond am 25. Januar kündigt spannende Wandlungen an, ideal für Singles, um Liebe anzuziehen. Bei Problemen in bestehenden Beziehungen könnte eine Trennung in der Luft liegen. Doch keine Sorge, die Zeit von Mitte Februar bis März bietet großartige Chancen, den Richtigen zu treffen. Rausgehen und feiern ist angesagt. Pluto bringt für Festliierte ab Februar mehr Intensität und Bindung und es ist eine gute Zeit, um neue Wege in der Erotik zu erkunden. Im April seid ihr abenteuerlustig, zum Beispiel um auf Reisen neue Leidenschaften zu entdecken. Der Mai bietet Chancen auf Romanzen im beruflichen Umfeld. Im Juni braucht ihr mehr Zeit zum Entspannen und Reflektieren. Wenn am 22. Juli die Löwesaison beginnt, beginnt eine Zeit voller Energie und Lebensfreude. Nutzt euren Superneumond am 4. August, um Wünsche und Ziele zu visualisieren. Der Herbst beginnt möglicherweise mit einem kleinen Durchhänger. Zieht sich da jemand von euch zurück? Doch Ende September und im Oktober winken euch romantische und erotische Höhepunkte. Das ist eine gute Zeit für Festlichkeiten und Begegnungen. Für euer Familienleben gibt es Chancen, heikle Themen anzusprechen und Lösungen zu finden, besonders in den Monaten März, Mai, Juni und Juli.
Der Kosmos unterstützt euch Ende des Jahres in Heilungsprozessen und Familienprojekten. Beruflich bringt Uranus weiterhin innovative Ideen und ihr seid gefordert, über nötige Veränderungen nachzudenken. Glücksplanet Jupiter hilft euch bis Ende Mai bei euren Vorhaben und unterstützt große Pläne. Wenn ihr gar nicht weiterkommt, müsst ihr vielleicht neue Wege gehen. Eine Fortbildung, ein privater Urlaubskurs oder spannende Menschen könnten euch zu neuen Perspektiven inspirieren. Auch ein Jobwechsel oder der Gedanke an Selbstständigkeit, zumindest teilweise, wird immer öfter durch euren Geist blitzen. Vor allem im Frühsommer beschäftigt euch wohl öfter der Gedanke, ob ihr eure wahre Berufung stärker verfolgen oder bei einem sicheren, aber kompromissbehafteten Job bleiben wollt. Nutzt die 90-Sekunden-Regel, um besonnene Entscheidungen zu treffen. Und hier kommt die gute Nachricht. Ab dem 26. Mai tut sich ganz viel für euch. Dann schenkt euch der Kosmos für den Rest des Jahres neue berufliche und finanzielle Chancen. Nun könnt ihr mutige Schritte wagen, vielleicht sogar in Partnerschaften oder mit Freunden gemeinsame Projekte starten. Im November bringt euch Energieplanet Mars nochmal extra Power. Nutzt diese Zeit, um beruflich voranzukommen, bevor Mars am 7. Dezember rückläufig wird. Dann ist es Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Finanziell solltet ihr das erste Quartal nutzen, um falls nötig Anträge zu stellen. Macht im Februar auf eure Leistung aufmerksam. Gut möglich, dass ihr darüber nachdenkt, was euch wichtiger ist: eine gute Bezahlung oder Erfüllung im Job. Ab Juni verspricht Jupiter finanzielle Erleichterungen. Haltet im August euer Geld zusammen. Im September und danach stehen die Zeichen für den Geldfluss wieder günstig. Für eure Gesundheit müsst ihr beachten, dass Uranus und bis Mai auch Jupiter etwas Wirbel in euren Alltag bringen, besonders im Berufsleben. Erfolgreiche, aber stressige Zeiten könnten auf euch zukommen, also vergesst nicht, euch genügend Ruhe zu gönnen. Denkt an gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung, um den Stress auszugleichen. In der zweiten Jahreshälfte kehrt mehr Optimismus ein. Jupiter unterstützt euch dabei, eure Balance zu finden und in die Bewegung zu kommen. Nutzt diese Zeit für gesellige Aktivitäten. Ein guter Kontakt mit eurem sozialen Netzwerk stärkt auch eure Vitalität. Seid achtsam im Juni und Juli, wenn Mars vorbeischaut. Hektik und Leichtsinn können sonst zu Verletzungen oder Konflikten führen. Chiron unterstützt euch im neuen Jahr, indem er eure innere Heilungskraft und Selbstliebe stärkt. Denkt auch an euren wohlverdienten Urlaub, um neue Kraft zu tanken. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch, mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr bezaubernden Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. 2024 ist euer Jahr, um zu strahlen und zu wachsen. Euer Charisma öffnet euch Türen zu neuen, tiefgründigen Beziehungen und spannenden beruflichen Chancen. Freut euch auf ein Jahr voller positiver Veränderungen, in dem ihr eure wahren Stärken entdeckt und wichtige Entscheidungen trefft. In der Liebe startet ihr das Jahr unter dem magnetischen Einfluss von Lilith, was euer Charisma und eure Authentizität stärkt. Ihr seid für viele unwiderstehlich und interessant. Wenn ihr fest liiert seid, entdeckt euer Partner euch ganz neu. Das bringt frischen Wind in die Beziehung. Singles haben tolle Flirtchancen im Januar, März, Mai und im Herbst. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, kann sich die Beziehung im ersten Quartal vertiefen und vielleicht denkt ihr sogar über den Bund fürs Leben nach.
Euer Beziehungsvollmond am 24. Februar bringt euch Klarheit und Optimismus für eure Beziehungszukunft. Der April könnte herausfordernd sein, aber eure innere Stärke und Optimismus helfen euch, schwierige Zeiten zu überstehen. Falls ihr tatsächlich über eine Trennung nachdenkt, findet ihr im April oder Mai den Mut dazu. Im September und Oktober geht viel Energie in euren Freundeskreis. Romantische Zeiten erwarten euch im November und Dezember und da kann es für die Singles am Arbeitsplatz noch mal richtig prickeln. Das Familienleben scheint im neuen Jahr größtenteils stabil zu sein. Achtet auf euren Freiraum und Respekt, besonders im ersten Halbjahr. Der August könnte ein wenig angespannt sein. Angenehme Familienzeiten erlebt ihr Mitte Oktober bis November. Mit euren Weihnachtsplänen solltet ihr nicht zu perfektionistisch sein. Dann wird es ein entspanntes Fest. Beruflich beginnt das Jahr mit einem produktiven und inspirierenden ersten Quartal. Eure Kreativität erwacht und es öffnen sich neue Perspektiven. Wer selbstbestimmt arbeitet oder künstlerisch tätig ist, profitiert davon besonders. Wichtige Verhandlungen meistert ihr mit Ausdauer und Überzeugungskraft. Gemeinsame Vereinbarungen und Projekte, die ihr im Frühjahr startet, haben langfristiges Potenzial. Falls ihr einen neuen Job sucht oder neue Vorhaben beginnen möchtet, sind die besten Monate dafür Januar, Februar, März und Mai. Diese Zeit ist auch günstig für eine Fortbildung, denn Jupiter und Uranus fördern euren Wissensdurst. Vielleicht ist es auch an der Zeit, euer Wissen selbst in Kursen weiterzugeben. Wenn ihr in Heilberufen oder therapeutisch tätig seid, vertiefen sich eure psychologischen Einsichten. Ab Juni bringt Jupiter Wachstumsimpulse für die Karriere. Ihr könnt mit neuen Projekten rechnen, besonders wenn ihr in geistigen Berufen, sozialen Medien, Journalismus oder IT arbeitet. Achtet darauf, euch nicht zu übernehmen und wählt Projekte sorgfältig aus. Im zweiten Halbjahr besteht das Risiko, ausgenutzt zu werden. Fordert angemessene Gegenleistungen für eure Arbeit. Euer persönlicher Superneumond im September bringt eine produktive Phase. Ihr seid besonders gefragt und könnt komplexe Situationen meistern. Langfristig transformiert Pluto euren Arbeitsalltag. Neue Technologien werden dort Einzug halten. Seid bereit, euch fortzubilden und den Veränderungen positiv zu begegnen. Finanziell habt ihr von Januar bis Mai die besten Aussichten. Startet dann Projekte und regelt finanzielle Angelegenheiten. Ab Juli könnten alternative Geldanlagen interessant werden. Die zweite Septemberhälfte bringt positive finanzielle Überraschungen. Im November verkaufen sich kreative Produkte besonders gut. Bleibt offen für Neues und nutzt die Chancen des Jahres. Gesundheitlich segelt ihr von Januar bis Mai mit Jupiters Rückenwind. Ein Tapetenwechsel durch eine schöne Reise würde euch in dieser Zeit richtig gut tun. Auch internationale medizinische Entwicklungen können euer Interesse wecken. Zum Beispiel exotische Heilpflanzen oder asiatische Fitnessübungen, die eure Sportroutine oder Therapie ergänzen. Saturn fordert weiterhin Vorsicht und eine konsequente Behandlung bei chronischen Leiden. Vermeidet Strapazen und integriert sanfte Bewegungen wie Yoga in euren Alltag. Trinkt viel Wasser, denn Saturn trocknet aus. In der zweiten Jahreshälfte seid ihr insgesamt sehr produktiv und erfolgreich. Doch das kann auch recht stressig werden, vor allem im August und Dezember. Vielleicht könnt ihr in diesen Monaten Urlaub einplanen. Heiler Chiron unterstützt euch dabei, verborgene Wahrheiten zu erkennen und eure inneren Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen. Das trägt zu einer stabilen Lebensgrundlage bei. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024 vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch. Mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes.
Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Freut euch auf bahnbrechende Beziehungsentwicklungen, die eure Seelenpfade erleuchten. Eine Zeit des Erfolgs und der Selbstverwirklichung beginnt im Juni mit Jupiter, der eure Träume beflügelt. Gesundheit und Arbeit fordern eure Aufmerksamkeit, aber das stärkt euch für kommende Triumphe. Und ab Juli lasst euch von Liliths wildem Geist zu Authentizität und Kreativität inspirieren. Ein Jahr voller Magie und Transformation wartet auf euch. Und so stehen eure Liebessterne. Aufregende Begegnungen werden euer Leben bereichern, egal ob es sich um eine neue Liebe, eine Freundschaft oder einen Kollegen handelt. Für die Singles unter euch besteht eine große Chance, euren Seelenpartner zu treffen. Seid offen für Menschen, mit denen ihr eine wahre Verbindung spürt. In euren festen Beziehungen unterstützt euch Wohltäter Jupiter bis Mai bei gemeinsamen Projekten. Vielleicht ist sogar eine tolle Anschaffung für euch beide drin. Außerdem regt euch der Kosmos an, in der Liebe Neues auszuprobieren, zum Beispiel Erotik mit Spiritualität zu verbinden. Ab Juni lässt Jupiter euer soziales Leben für die nächsten 12 Monate aufblühen. Und ab Juli wird euch für den Rest des Jahres die anregende Energie von Lilith erfüllen. Ihre Präsenz wird eure Beziehung zu euch selbst und anderen verändern. Sie ermutigt euch, authentischer zu euren Gefühlen zu stehen und eure Bedürfnisse anzusprechen. Das kann zu einer tieferen Bindung führen, aber auch oberflächliche Beziehungen auf die Probe stellen. Im Familienleben braucht ihr vielleicht mehr Freiraum für euch selbst. Am 2. Oktober erlebt ihr euren persönlichen Superneumond in der Waage mit einer Sonnenfinsternis, die vieles verändern kann. Nutzt diese Zeit, um eure Beziehungswünsche und Selbstliebe zu erkunden. Im November und Dezember könnt ihr positive Entwicklungen in euren Beziehungen erleben und sogar toxische Beziehungsmuster heilen. Freut euch im Dezember auf Glück und Leichtigkeit in eurem Liebesleben und mit der Familie. Beruflich gibt es im ersten Quartal viel zu tun und zu regeln. Schiebt die Dinge nicht auf die lange Bank. Im April bringt euch Mars viel Energie, allerdings zu dem Preis, dass es auch Auseinandersetzungen um Vorgehensweisen geben kann. Bleibt gelassen, denn eure Erfolgszeit kommt. Ab dem 26. Mai bringt euch Glücksplanet Jupiter 12 Monate kosmischen Rückenwind und neue berufliche Chancen. Selbstständige und kreative Berufe profitieren davon besonders, ebenso Fortbildungen und internationale Projekte. Die Energie von Lilith spornt im zweiten Halbjahr eure Kreativität weiter an. Wenn eure Arbeit euch nicht erfüllt, könnte es Zeit sein, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Überlegt euch, ob und wie ihr eurer wahren Berufung stärker nachgehen könnt. Finanziell könnt ihr im ersten Quartal überraschende Gewinne oder Ausschüttungen erwarten. Der Mai ist günstig für Finanzprojekte, die ihr gemeinsam mit anderen habt. Juni, Juli und Oktober sind gute Zeiten für Geldverhandlungen. Achtet im August auf euer Budget. September und Oktober versprechen finanzielle Erfolge oder die Bewilligung von Geldern, zum Beispiel für eine Gesundheitsbehandlung. Und damit wären wir auch schon beim Thema Gesundheit und Vitalität. Das Jahr bietet euch die Chance, euch von altem Ballast zu befreien. Nutzt die erste Jahreshälfte, um in euch hineinzuhorchen und euch von Dingen zu lösen, die euch nicht mehr dienen. Ihr werdet überrascht sein, welche verborgenen Kräfte und Schätze dabei zum Vorschein kommen. Ihr dürft lernen, wie eure Gedanken und Gefühle eure körperliche Gesundheit beeinflussen. Ihr habt ab 2024 den starken Pluto an eurer Seite, der euch zusätzlich Energie und Kraft verleiht. Nutzt diese Energie, um auch schwierige Herausforderungen zu meistern und euch vielleicht sogar von langwierigen Krankheiten zu erholen. Ab Ende Mai steht Jupiter euch bei und bringt aufbauende Energie. Nutzt positive Affirmationen, um eure Gesundheit zu stärken und vertraut auf eure Heilungskraft. Ihr werdet auf Menschen treffen, die euch auf diesem Weg unterstützen, sei es Ärztinnen, Berater oder Therapeutinnen. Beziehungen können dieses Jahr eine besondere Rolle für eure Gesundheit spielen. Seid achtsam in euren Partnerschaften, denn sie haben das Potenzial, sowohl herausfordernd zu wirken als auch heilend. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop.
Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch. Mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr faszinierenden Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. 2024 segelt ihr mit kosmischem Rückenwind in ein Jahr voller Veränderungen und Chancen. Freut euch auf fesselnde Begegnungen und wichtige Wandlungsprozesse. Vertraut eurer inneren Stimme, um in einen Flow zu kommen, der euch zu persönlichen und beruflichen Erfolgen führt. Doch seid bereit für unerwartete Wendungen. Nutzt eure starke Intuition und Kreativität, um durch diese dynamische Zeit zu navigieren. In der Liebe bleibt es auch im neuen Jahr bewegt und aufregend. Einen äußerst wichtigen Beziehungsvollmond erlebt ihr am 24. April. Das ist eine gute Zeit, um tief in euch hineinzuspüren und über eure Wünsche bezüglich eurer Beziehungen nachzudenken. Das betrifft nicht nur Partnerschaften und Liebesaffären, sondern auch Freundschaften, die Familie und berufliche Verbindungen. Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft seid, gibt es gute Nachrichten. Bis Mai schenkt euch Glücksplanet Jupiter wiederholt Chancen, wundervolle Menschen kennenzulernen. Und da kann auch ein Traumprinz oder eine Traumprinzessin dabei sein. Zugleich aktiviert jedoch auch Unruhestifter Uranus euren Partnerschaftsbereich. Einerseits verheißt er prickelnde Bewegungen mit exzentrischen, spannenden und oft jüngeren Menschen. Andererseits ist nicht gesagt, ob sich daraus eine langfristige Bindung entwickeln kann. Die Flirtsterne stehen im Januar und bis Mitte Februar besonders gut. Auch der März bis Anfang April verspricht aufregende und romantische Begegnungen. Der Mai bringt viele gesellige Momente und Einladungen und zwischen dem 14. und dem 22. Mai könnte der Liebesblitz einschlagen. Fantastische Liebessterne leuchten in der ersten Oktoberhälfte und es könnte eine Zeit sein, in der langfristige Bindungen beginnen. Für die Festliierten unter euch wird Jupiter von Januar bis Mai viele schöne Gelegenheiten bringen, euren Freundeskreis zu erweitern. Ab Juni geht es darum, sich tiefer in bestehende Beziehungen einzulassen und vielleicht den Bund fürs Leben zu schließen. Eure Beziehungen werden gestärkt und ihr könnt neue Dimensionen der Erotik erkunden. Sollte es in einer Partnerschaft schon länger kriseln, verheißen die Planeten im zweiten halben Jahr gute Chancen, dass ihr durch Beziehungsarbeit etwas verbessern könnt. Von September bis November stehen die Sterne günstig für Heilung in euren Beziehungen. Und so sieht es beruflich und finanziell für euch aus. Insgesamt dürftet ihr in vielen Bereichen im neuen Jahr vorankommen. Besonders gut seid ihr dran, wenn ihr in einem kreativen Beruf tätig seid oder eure Abläufe selbstbestimmt gestalten könnt. Falls ihr künstlerisch arbeitet, kann es euch nun gelingen, eure Produkte auch gewinnbringend zu verkaufen. Finanziell hat das Jahr durchaus einiges zu bieten. Jupiter schenkt euch während der ersten 4 Monate wiederholt gute Chancen, zum Beispiel durch eine Beförderung, vielversprechende Aufträge oder aufgrund guter Kontakte. Im zweiten Halbjahr lauft ihr zur Hochform auf, wenn es Krisen zu managen gibt. Solltet ihr im psychologischen Bereich, therapeutisch oder auch im Finanzwesen arbeiten, dürftet ihr dann einen regelrechten Aufschwung erleben. Eure Arbeit und Expertise sind gefragt und die Leute rennen euch die Türen ein, um von eurem Rat und eurer Erfahrung zu profitieren. Rechnet nur damit, dass im Dezember Dinge ins Stocken geraten. Wichtige Projekte bringt ihr am besten vorher noch in trockene Tücher. Was eure Gesundheit angeht, ist 2024 das perfekte Jahr, um lang aufgeschobene Maßnahmen anzugehen.
Vielleicht ist es eine Zahnbehandlung oder etwas Ähnliches, das ihr schon lange vor euch herschiebt. Jetzt habt ihr die Kraft dafür, solche Herausforderungen anzunehmen. Saturn unterstützt euch dabei, eure Grenzen zu erkennen und keine unnötigen Lasten auf euch zu nehmen. Jupiter bringt euch neue Informationen und Einsichten, die eure Gesundheit positiv beeinflussen. Wenn ihr in den ersten Tagen des Skorpionszeichens Geburtstag habt, achtet bitte besonders auf die Signale eures Körpers und kümmert euch um die Ursache. Unbeachtete Probleme können euch sonst länger belasten. Im Alltag und im Berufsleben könnt ihr viel für eure Gesundheit tun. Überprüft eure Gewohnheiten und Arbeitsabläufe. Vielleicht ist es an der Zeit, mehr Bewegung in euren Alltag zu integrieren oder stressige Jobsituationen zu überdenken. Euch geht es am besten, wenn ihr selbstbestimmt und kreativ arbeiten könnt. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch, mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr lebensfrohen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. 2024 verspricht ein Jahr voller Kreativität und familiärer Freuden zu werden. Eure beruflichen und romantischen Träume stehen kurz vor der Erfüllung. Trotz einiger Herausforderungen, die Geduld und Durchhaltevermögen erfordern, könnt ihr auf eure Intuition und Fantasie zählen, um euch durchzusetzen. Ab Juni steht euer Beziehungsleben im Rampenlicht mit spannenden Begegnungen und sozialem Engagement. Seid offen für ein Jahr mit neuen, inspirierenden Energien, die auf euch zukommen. In der Liebe geht es nicht nur um die Beziehung zu anderen, sondern auch um eure Selbstliebe, Kreativität und das, was euer Herz höher schlagen lässt. Ihr könntet neue, inspirierende Menschen treffen, die euch ermutigen, euren Leidenschaften nachzugehen. Wenn ihr fest liiert seid, wird euch euer Partner bei Herzensprojekten unterstützen oder ein Kinderwunsch kann in Erfüllung gehen. Für die Singles unter euch hält das Jahr vielleicht eine besondere Liebesgeschichte bereit, die sogar in etwas Ernsthaftem münden könnte. Euer Beziehungsvollmond ist am 23. Mai. Er läutet eine Phase von 12 Monaten ein, in der Glücksplanet Jupiter euer soziales Leben aufblühen lässt, sowohl in Liebes- als auch Geschäftsbeziehungen. Fest liierte Schützen können ihren Freundeskreis erweitern und sehen ihren Partner in einem neuen Licht. Achtet jedoch darauf, nicht alles durch die rosarote Brille zu betrachten, besonders wenn ihr Ende November Geburtstag habt. Insgesamt überwiegen die positiven Einflüsse, nämlich neue Freundschaften und für Singles vielversprechende Begegnungen. Von Lilith und Pluto kommt die Anregung, euch gesellschaftlich und politisch zu engagieren und dabei trefft ihr weitere spannende Menschen. Das Jahr hat auch seine nachdenklichen Seiten. Vielleicht denkt ihr oft über eure Wurzeln nach oder erlebt häusliche Veränderungen oder eine Verantwortung für Angehörige, die viel von euch fordern. Nehmt diese Aufgaben geduldig und liebevoll an. Spätestens im Herbst werdet ihr die Früchte eurer Bemühungen und den spirituellen Sinn darin sehen. Die Schütze-Saison ab dem 21. November lässt euch erstrahlen. Beruflich sieht es rosig aus. Besonders, wenn ihr kreativen und helfenden Tätigkeiten nachgeht. Diese Arbeit empfindet ihr als erfüllend, wobei sich bei Bezahlung und den Arbeitsbedingungen gerne noch etwas verbessern darf. Eure Fähigkeiten sind gefragt und euer Einsatz wird geschätzt. Businessplanet Saturn wird wohl auch einige Prüfungen mit sich bringen, etwa bei Vertragsangelegenheiten. Ihr müsst geduldig und gewissenhaft verhandeln und eure Rechte einfordern. Trotzdem könnt ihr eure beruflichen Ziele erreichen und erfolgreich sein.
Moderne Technologien und Arbeitsabläufe werden wahrscheinlich im Job Einzug halten. Also seid bereit, neue Fertigkeiten zu erlernen. Unfaire Arbeitsbedingungen oder Ungerechtigkeiten im Beruf sind euch ein Dorn im Auge. Und wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, engagiert ihr euch, um hier Verbesserungen zu erreichen. Vielleicht ist das auch ein Impuls, um euch selbstständig zu machen. Finanziell sieht es im neuen Jahr recht stabil aus. Der Kosmos empfiehlt, eine konservative Strategie zu verfolgen und spekulative Risiken zu vermeiden. Verhandlungen sind im Januar und Februar erfolgreich. Mit positiven finanziellen Überraschungen dürft ihr im Mai und Juli rechnen. Nutzt euren Superneumond am 1. Dezember für große Visionen und um Pläne für die Zukunft zu schmieden. Eure Gesundheitssterne inspirieren euch, mehr Freude und Entspannung in euer Leben zu bringen. Tut Dinge, die euch glücklich machen und traut euch, Neues auszuprobieren. Das stärkt nicht nur euren Geist, sondern auch euren Körper. Im Mai gibt euch Mars die Kraft und Motivation, eure Arbeits- und Alltagsbelastung gesund zu meistern. Denkt an eisenhaltige Lebensmittel und vielleicht eine neue sportliche Morgenroutine. Belastungsplanet Saturn bildet auch 2024 noch einen stressigen Aspekt und fordert euch auf, gesunde Routinen einzuhalten. Achtet auf euren Rücken und auf Hautprobleme. Meditation kann helfen, wenn negative Gedanken euch den Schlaf rauben. Passt im August und Dezember besonders auf euch auf. In der zweiten Jahreshälfte bringt Jupiter Begeisterung und Motivation. Es ist eine tolle Zeit, um aktiver zu werden. Aber übertreibt es nicht. Testet eure Fitness, bevor ihr euch in neue Abenteuer stürzt. Positive Entwicklungen in Beziehungen unterstützen eure Vitalität. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch. Mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten! 2024 markiert das Ende eines intensiven Wandlungsprozesses. Freut euch auf mehr Lebensqualität mit euren Lieben, neue Chancen für Singles und eine gelassenere Haltung im Berufsleben. Wichtige familiäre Ereignisse wie Familienzuwachs oder die Pflege von Angehörigen stehen im Fokus. Ab Juni erwarten euch spannende berufliche Entwicklungen. Der Kosmos ermutigt euch, aus euren Routinen auszubrechen und neue Pfade zu erkunden. Eure Liebessterne stehen im neuen Jahr günstig, sowohl für die Festliierten als auch für die Single-Steinböcke. Euer Interesse an den schönen und philosophischen Dingen des Lebens kommt an. Ihr werdet neue Facetten in bestehenden Freundschaften entdecken und inspirierende Menschen kennenlernen. Die Monate Februar, März und Mai sind besonders günstig für Flirts und romantische Begegnungen. Auch im November und Dezember habt ihr eine verführerische Ausstrahlung. Wenn ihr fest liiert seid, erlebt ihr innige und verlässliche Zeiten. Keine großen Störungen sind im Partnerschaftsbereich zu erwarten. Das bedeutet, ihr könnt gemeinsame Pläne schmieden und umsetzen. Wenn euer Partner zu den Zeichen gehört, bei denen vieles in Bewegung ist, wie Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann, könnt ihr eine starke Schulter zum Anlehnen bieten und durch eure Liebe Unsicherheiten ausgleichen. Euer Beziehungsvollmond am 22. Juli verspricht positive Impulse für euer Liebesleben, sowohl für die Festliierten als auch die Singles. Schicksalsanzeiger Mondknoten steht das ganze Jahr im Bereich eurer Familie und Heimat und zeigt hier Zuwachs und wichtige Erkenntnisse an. Das könnte die Erfüllung eines Kinderwunsches sein oder ihr findet ein perfektes Zuhause.
Für solche erfreulichen Fortschritte würdet ihr sogar berufliche Opfer bringen oder längere Arbeitswege in Kauf nehmen. Von September bis November könnt ihr einen heilenden kosmischen Einfluss nutzen, um familiäre und seelische Themen zu bearbeiten, zum Beispiel durch eine Familienaufstellung oder Therapie. Die Sterne fördern den Austausch und die Versöhnung mit Familienmitgliedern. Beruflich spielt euer Herrscher Saturn eine wichtige Rolle, der jetzt in den fantasievollen Fischen steht und eure Arbeitsmoral verändert. So wünscht ihr euch mehr Freiraum für Kreativität und Erfüllung bei eurer Tätigkeit. Das kann euch gelingen, denn der Kosmos fördert Fantasie und Kundengespür. Doch es ist wichtig, dass ihr laufende Verpflichtungen und Zusagen einhaltet und das Jahr gut nutzt, denn ab Mitte 2025 wird Saturn den Leistungsdruck wieder erhöhen. Selbstständige können von Januar bis Mai den besten Zeitpunkt für den Start neuer Projekte finden. Wenn ihr festangestellt seid, könnt ihr innovative Ideen in eure Arbeit integrieren, um eure Abläufe angenehmer und interessanter zu gestalten. Nutzt dabei auch Möglichkeiten, euch fortzubilden und euch mit den Technologien der neuen Zeit vertraut zu machen. Ab Juni bringt Jupiter neue Perspektiven für eure Arbeitsroutinen und verbessert die Interaktion mit Kollegen. Ab Juli werden Themen rund um Fairness und Gleichstellung in der Karriere wichtig. Vielleicht steht ihr nun auch mutiger für eure wahre Berufung ein. In finanzieller Hinsicht bietet das Jahr gute Verdienstmöglichkeiten, besonders im ersten Halbjahr, da habt ihr Rückenwind durch Jupiter. Plant umsichtig und schaut gegebenenfalls, wie ihr eure Finanzen stabilisieren könnt. Eure Gesundheitssterne versprechen ein tolles Jahr, um eure geistige Offenheit und Intuition zu stärken. Vielleicht hilft euch ein Tagebuch dabei, gesundheitliche Themen zu reflektieren und in Kontakt mit eurer Seele zu kommen. Hobbys und Freizeitaktivitäten tragen viel zu eurer Gesundheit bei. Erlaubt euch, spontan zu sein und das zu tun, was euch Freude macht. Investiert in eure Lebensfreude und genießt das Dasein. Das entspannt nicht nur euren Geist, sondern auch euren Körper. Bis Ende Mai unterstützt euch Jupiter außerdem, eure Fitness und Ausdauer zu steigern. Ab Juni steht euch der Sinn wieder mehr danach, vorzubeugen und gute Gesundheitsroutinen einzuhalten. Genau zur rechten Zeit, denn im Juli und August könnte euer Immunsystem schwächeln und braucht Unterstützung. Es ist auch ein Jahr, um an eurer inneren Stärke zu arbeiten und verborgene Schattenseiten zu erkennen. Chiron im Familienbereich macht euch auf schmerzhafte Erinnerungen aufmerksam und hilft euch, diese zu verarbeiten und zu akzeptieren. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch. Mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr visionären Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. 2024 seid ihr die Protagonisten einer neuen Ära. Mit Pluto in eurem Zeichen beginnt eine Zeit der gesellschaftlichen Transformation, in der eure Ideen und Weisheit entscheidend sind. Jupiter bringt frischen Wind in eure Familien- und Sozialkontakte. Stellt euch auf unerwartete Wendungen und kreative Durchbrüche ein. Ein Jahr, das euer Leben in aufregende neue Bahnen lenken wird. Spannend wird es auch in der Liebe. Ihr habt viele Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen, sei es durch Freundschaften, gesellschaftliches Engagement oder den Austausch von Wissen. Die Wassermannsaison bringt euch frische Energie und der Eintritt Plutos am 21. Januar in euer Zeichen verleiht euch eine magnetische Aura.
Neue Kontakte können sich in eurem Umfeld ergeben, sei es durch nette Nachbarn, Eltern eurer Kinder oder ehrenamtliches Engagement. Aufregende Flirtmöglichkeiten habt ihr im Februar, April und Mai. Ab Juni fliegen euch die Herzen nur so zu und bestehende Beziehungen können sich vertiefen. Wenn ihr fest liiert seid, stärkt ihr eure Partnerschaft durch Aktivitäten mit gemeinsamen Freunden oder indem ihr zusammen mit eurem Schatz euch sozial engagiert. Von März bis Oktober sind besonders innige Zeiten für euch geplant. Der Beziehungsvollmond am 19. August ist allerdings spannungsgeladen. Dann bitte nicht streiten, vor allem nicht ums Geld. Wenn ihr in den ersten Wassermanntagen Geburtstag habt, wird Pluto euer Beziehungsleben langfristig transformieren. Die Festliierten unter euch sollten ihren Partner auf diese Reise mitnehmen. Die Singles könnten auf interessante Menschen treffen, die tiefgreifende Veränderungen bringen. In eurer beruflichen Entwicklung wird es spannend, denn Pluto wandert für die nächsten 20 Jahre durch euer Zeichen Wassermann und wird große gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Dabei werdet ihr in eurem jeweiligen Job oder Karriere wohl eine wichtige Rolle spielen. Euer persönlicher Superneumond am 9. Februar aktiviert euer Potenzial für diese spannende Zeit. Euer berufliches Netzwerk belebt sich schon im Januar und ab Mitte Februar erhaltet ihr einen Energieschub, der bis in den März anhält. Nutzt die Osterferien zur Erholung, da ist auch Merkur rückläufig, und widmet euch im Mai eurer Familie und euren Kindern. Wenn ihr selbstständig seid, könntet ihr einen wechselhaften Start ins Jahr haben. Bleibt standhaft bis Ende Mai, denn ab Juni werden die Geschäfte florieren. In den darauffolgenden 12 Monaten könnt ihr dann großartige Erfolge erzielen, besonders in den Bereichen Kommunikation, Information und neuen Technologien. Das ist die perfekte Zeit, um eure Fähigkeiten auszubauen und euch zu verbessern. Das gesamte Jahr über erhaltet ihr kosmische Energie in den Bereichen Kommunikation, Marketing und euren sozialen Medien. Ihr strebt nach Wahrheit und Aufklärung und seid daran interessiert, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Soziale Tätigkeiten, Lehrberufe oder die Arbeit in Hilfsorganisationen können für euch sinnstiftend und erfüllend sein. Die Monate September, Oktober und November sind diesbezüglich besonders vielversprechend. In finanzieller Hinsicht solltet ihr vorsichtig sein, weil der strenge Saturn und der konfuse Neptun beide in eurem Finanzbereich stehen. Der Tipp der Sterne ist, haltet euer Geld zusammen und denkt dran, etwas für schlechte Zeiten zu sparen. Doch die Perspektiven sind gut, denn Wohltäter Jupiter wird euch ab Juni neue finanzielle Möglichkeiten eröffnen. Für eure Gesundheit und Selbstfürsorge wird es ein wichtiges Jahr. Ihr seid oft so in eure Gedanken vertieft, dass ihr körperliche Bedürfnisse übergeht. Dieses Jahr seid ihr gefordert, auf euren Körper zu hören und gesundheitliche sowie psychologische Themen ernst zu nehmen. Besonders für die Geborenen der ersten Wassermanntage gilt, nichts verdrängen oder verschleppen, was euch Sorgen macht, sonst können aus kleinen Ursachen größere Probleme werden. Auf der seelischen Ebene könnte es helfen, wenn ihr eure Glaubenssätze bezüglich eures Selbstwerts überprüft, etwa durch die Arbeit mit dem inneren Kind. Seid vorsichtig in der ersten Märzhälfte, Mitte Juli und Anfang November, da kann es zu Verletzungen kommen, wenn ihr unachtsam werdet. Ab Juni beeinflusst Glücksplanet Jupiter eure Vitalität für ein ganzes Jahr positiv. Nutzt diese Zeit für Aktivitäten, die euer Herz-Kreislauf-System stärken und eure Lebensfreude erhöhen. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop. Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch, mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen!
Hallo, ihr traumhaften Fischegeborenen und Fischeaszendenten. 2024 könnt ihr mit Geduld und Ausdauer neue Höhen erklimmen. Nutzt die Glücksenergie von Jupiter bis Mai, um auf allen Ebenen voranzukommen. Romantische Funken fliegen in der ersten Jahreshälfte, während ab Juni das Familienleben in den Vordergrund rückt. Im November beginnt eine Zeit der spirituellen Vertiefung. Es ist ein Jahr, um eure Träume mit Entschlossenheit zu verfolgen. In der Liebe kann es im ersten Halbjahr größere Wellen geben, denn die wilde erotische Lilith belebt euer Liebesleben. Ihr könnt tiefe emotionale Verbindungen erleben und neue Seiten an euch entdecken. Singles könnten ungewöhnliche Seelenpartner kennenlernen, die eine magische Anziehungskraft ausüben. Aber haltet die Ruder fest, denn Saturn in eurem Zeichen erfordert auch eure Aufmerksamkeit, und zwar für berufliche Angelegenheiten und persönliche Projekte. Eure Partner und eure Familie müssen verstehen, dass ihr nicht immer verfügbar seid. Die Zeit von Januar bis Mai ist günstig, um Strukturen zu schaffen und Unterstützung von euren Lieben zu erhalten. Ein Familienkalender könnte helfen, eure Termine zu koordinieren. Rund um euren Geburtstag habt ihr öfter mal das Bedürfnis nach Stille und Rückzug und möchtet vielleicht lieber im kleinen Kreis feiern. Für die Geburtstagskinder am 29. Februar gibt es übrigens einen Schaltjahresbonus. Ihr könnt euren Ehrentag an eurem Originaldatum feiern. Euer persönlicher Superneumond am 10. März ist ideal, um eure Beziehungen und Selbstliebe zu reflektieren. Jupiter stärkt von Januar bis Mai eure Verbindungen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und mit Freunden. Ab Juli kann Lilith in euren festen Partnerschaften Fragen der Fairness und Gleichberechtigung aufwerfen und auch, wie ihr mit euren gemeinsamen Finanzen umgeht. Hier versprechen die Monate September und Oktober Erkenntnisse und Heilung. Singles, freut euch auf spannende Begegnungen, besonders bis Mitte Februar, wenn eure Freundschaften und sozialen Gruppen im Fokus stehen. Prickelnde Flirtchancen bieten sich außerdem im Mai, Juli und November bis Dezember. Beruflich steht ihr weiterhin unter dem Einfluss von Businessplanet Saturn. Der fordert Engagement und Verantwortung, beides erhöht die Chancen auf gute Ergebnisse. Uranus inspiriert euch dazu, Neues zu lernen und technisch versierter zu werden. Die Zeit von Januar bis Mai ist besonders vielversprechend, um wichtige Projekte voranzutreiben oder neue zu beginnen. Selbst wenn es nicht gleich nach Fortschritt aussieht, bleibt dran und denkt langfristig. Es ist auch die beste Zeit, um einen neuen Job zu finden, Anstrengungen zu meistern und behördliche Dokumente und Genehmigungen zu erhalten. Eure Finanzen profitieren in der ersten Jahreshälfte von Jupiters Einfluss. Projekte, die ihr dann beginnt, können sich langfristig auszahlen. Eure finanzielle Stabilität wird sich zwischen Januar und Mai verbessern und euer Einkommen könnte sogar steigen. Deshalb solltet ihr dann möglichst Rücklagen bilden. Lilith und Chiron regen euch an, eure Finanzen auch ethisch zu betrachten, zum Beispiel euer Geld nachhaltig anzulegen oder zu spenden. Die innere Einstellung zum Wert eurer Arbeit ist wichtig und ihr dürft lernen, angemessene Bezahlung eurer Leistung einzufordern. In der Zeit von September bis November werdet ihr euch hier weiterentwickeln. Eure Gesundheit könnt ihr vor allem im ersten halben Jahr gut stärken, denn dank Jupiter seid ihr besonders motiviert und energiegeladen. Auch könnt ihr neue, interessante Leute kennenlernen, die euch positive Impulse geben. Saturn in eurem Zeichen erinnert euch daran, verantwortungsbewusst zu sein und Leichtsinn zu vermeiden. Wenn ihr gerade eine schwierige Phase hinter euch habt, gebt euch Zeit zur Erholung und steigt nicht gleich wieder voll ein. Fortschritte unter Saturn sind nachhaltig, also erwartet keine schnellen Wunder, sondern seid geduldig. Ab Juni solltet ihr besonders auf eure seelische Balance achten. Jupiter in eurem privaten Bereich bringt zwar erfreuliche Entwicklungen, vielleicht Familienzuwachs, aber es könnte euch auch alles zu viel werden und dann bekommt ihr womöglich Magenschmerzen. Schützt eure Energie, vor allem im August und Dezember. Heiler Chiron lädt euch ein, euren Körper mit all seinen Stärken und Schwächen anzunehmen. Findet heraus, was euer Selbstwertgefühl aufbaut, denn es hat einen wichtigen Einfluss auf eure Gesundheit. Das war der Einblick in euer Jahreshoroskop.
Ihr wollt noch mehr erfahren? In meinem umfassenden Jahrbuch für 2024 findet ihr nicht nur mehr spannende Details für euer Sternzeichen und den Aszendenten, sondern auch für die der Menschen, die euch am Herzen liegen. Und entdeckt, wie ihr euren persönlichen Superneumond und euren Beziehungsvollmond nutzen könnt, um euer Leben positiver zu gestalten und eure Beziehungen zu stärken. Das alles und noch viel mehr erwartet euch im Jahrbuch 2024, vollgepackt mit tiefgründigen Einsichten und hilfreichen Tipps. Interessieren euch Wirtschafts- und Finanztrends? Dann ist Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2024 perfekt für euch. Mit fundierten Prognosen zu den weltweiten Aktienmärkten, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ich wünsche euch ein erfülltes und glückliches neues Jahr mit vielen positiven Momenten. Alles Gute mit den Sternen. Das waren meine Gedanken zum Jahreshoroskop 2024. Ich hoffe, ihr habt spannende Einblicke gewonnen und fühlt euch inspiriert und bereichert. Vergesst nicht, an unserer Verlosung teilzunehmen, um eins der exklusiven Sternzeichen-Poster zu gewinnen. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, und aktiviert das Benachrichtigungsglöckchen und hinterlasst einen Kommentar, um eure Chance zu nutzen. Ich danke euch von Herzen für eure Treue und euer Interesse. Bleibt mit euch selbst und dem Universum in Verbindung. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch die allerbesten Wünsche für das neue Jahr aussprechen. Möge es ein erfülltes Jahr mit vielen glücklichen Momenten für jeden von euch sein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.